Wort hat nun der Kollege Stefan Bockan. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, um es ganz offen zu sagen, keiner der drei vorliegenden Gesetzentwürfe gefällt mir wirklich. Denn ich, das sage ich auch ganz offen, bin für eine Freigabe der PED. Aber es wird heute eine pragmatische Entscheidung für den weitestgehenden Entwurf der Gruppe Flach-Hinze, Sitte und andere. Ich maße mir an, zu wissen, was es heißt, sich bewusst für oder gegen den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden. Das heißt, vorher sich schon bewusst für eine Schwangerschaft entschieden zu haben. Aber es ist doch in hohem Maße verantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man entscheidet, als Mutter, als Vater, dass das eigene Kind nicht schweres Leid tragen soll. Ich finde das verantwortlich. Und deswegen, Herr Kollege Kauder, ich habe Ihnen genau zugehört. Und ich denke, wir wollen alle nicht unterstellen, dass hier jemand sich nicht bewusst Gedanken macht über das, was man tut. Aber Sie haben die Frage aufgemacht, ob die einen die Würde des Menschen respektieren und die anderen nicht. Und ich glaube, die Frage steht hier heute so nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Weg zu einer PED-Behandlung ist äußerst anstrengend und er ist auch nach dem Gesetzentwurf, für den ich spreche, ein sehr schmaler Weg. Und wenn man sich anschaut, was die Paare und insbesondere die Frauen durchleiden müssen, bevor es dazu kommt, dann weiß man, dass das kein Sonntagsspaziergang ist, dann weiß man, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Da wird die Frau über Wochen mit massiven Dosen von Hormonen vollgepumpt. Das ist kein Spaß in einer Beziehung. Das ist großes Leid, schon der Weg überhaupt erst dahin zu kommen. Die Entnahme der Eizellen, die Befruchtung außerhalb des Körpers der Mutter, das Warten darauf, ob die Befruchtung überhaupt erfolgreich war, das ist höchster emotionaler Stress für die werdenden Eltern, für die Eltern werden Wollenden. Niemand wird sich diese Entscheidung leicht machen. Und natürlich ist die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ein ganz wesentlicher Vorgang. Aber mindestens genauso wichtig ist doch die Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter der Frau. Das ist doch der Punkt, wo die Interaktion zwischen Mutter und Kind beginnt. Das ist doch ein mindestens genauso wertvoller Moment. Und Ziel ist doch nicht, dass hier das Leben von Menschen, die heute leben, beurteilt wird in wertvoll oder nicht wertvoll. Aber was wollen Sie eigentlich Eltern und vor allem den Müttern zumuten, wenn diese zum wiederholten Mal schwanger werden und eine Schwangerschaft gegebenenfalls austragen müssen, in dem Wissen oder Unwissen, dass es erneut zu ganz großem Leid, zu vielen Schmerzen oder zum Tod kommen kann. Ich war selbst Zivildienstleister in einer Kindertagesstätte und habe dort eine individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht für ein ganzes Jahr. Und ich weiß, dass auch schwerstbehinderte Kinder lachen und glücklich sein können. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß auch, dass ich als Vater das nur schwer ertragen könnte. Ich weiß, dass ich als Vater meine Schwierigkeiten hätte, Ja zu einem Kind zu sagen, von dem ich weiß, dass es sehr großes Leid haben wird. Und das können Sie mir vorwerfen, dass ich das so sehe und dass ich bewusst auch Nein zu menschlichem Leben sagen würde. Zu eigenen Nachfolgern, zu eigenen Kindern. Aber es ist eine sehr bewusste Entscheidung. Und ich sage Ihnen auch, Herr Zöller hat in seiner Rede das Zitat von Johannes Rau bemüht und von vielen anderen habe ich dieses Argument auch gehört, dass es natürlich kein Recht auf ein Kind und schon gar keins auf ein gesundes Kind gibt. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch aus eigenem Erleben, ich empfinde solche Betonungen als sehr verletzend, weil sie einem das Recht auf das, was man sich vielleicht am meisten wünscht, abspricht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das muss ich Ihnen so deutlich sagen. Ich kenne sehr viele ungewollt kinderlose Paare, auch solche, die wegen genetischer Probleme kinderlos sind. Und viele hatten Schwangerschaften, erfolglose oder die Kinder sind kurz nach der Geburt gestorben. Aber, meine Damen und Herren, ich selbst bin jetzt seit fast 2 Jahren der glücklichste Vater der Welt, auch ohne die PED. Aber ich möchte, dass alle Eltern, denen geholfen werden kann, ihren Wunsch nach einem Kind zu erfüllen und dieses Glück, das ich jetzt mit meiner Frau teilen kann, auch zu haben und sei es durch die PED.